So feiern wir auch diese Andacht vor unseren Bildschirmen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen wir uns einstimmen im Takt der Synode mit dem Lied Vertraut den neuen Wegen unter der Nummer 395, das uns die Organistin Christa Aßmann vortragen wird. Und da wir ja nun allein vor den Bildschirmen sitzen, können wir getrost auch laut und deutlich mitsingen. Er gibt uns das Zeichen des Regenbogens, das Zeichen des Bundes.
Er hat uns geschaffen. Er sendet uns aus. Er will uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Wir brauchen diese Erinnerung. Wir leben aus der Erinnerung all dessen, was Gott geschaffen hat, wie er Menschen und sein auserwähltes Volk durch die Zeiten leitet. Für manche mag das alles alte Geschichte oder alte Geschichten sein. Aber gerade diese Geschichte Gottes mit uns Menschen ist unsere Basis. Die Basis unseres Lebens. Die Basis unseres Glaubens. Die Basis unseres Handelns. Und jetzt? Jetzt schrecken uns die Zahlen der Infizierten. Es schreckt uns die Einschränkung des gesamten öffentlichen Lebens. Wir überlegen, machen und planen für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Denn personell und finanziell soll es uns ja auch nicht besser gehen. Da öffnet uns die dritte Strophe unseres Liedes eindringlich die Augen für eine andere Sichtweise der Gegenwart und der Zukunft. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist seine. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Noch einmal die Aufforderung, Gott zu vertrauen und zu begreifen. Die Wege, die wir gehen, es sind Gottes Wege, auf die er uns stellt. Mit anderen Worten, wir gehen auf unseren Wegen in dieser Zeit eben nicht allein. Und noch mehr, wir sind auf dem Weg in eine Zukunft unter Gottes Verheißung. Er kommt uns entgegen. Diese eschatologische Geschichtsweise ist uns weitestgehend abhanden gekommen. Aber gerade die Erinnerung an die Geschichte Gottes mit uns Menschen und die Besinnung, dass seine Geschichte auch immer die Zukunft impliziert, auf sie hinausläuft, gibt uns die Kraft, hier und jetzt unter seiner Verheißung aufzubrechen und uns im Vertrauen auf ihn den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Das ist alles andere als Resignation. Das ist Hoffnung. Das ist Freude. Das gibt uns die nötige Kraft im Vertrauen auf den lebendigen Herrn, in die Zukunft, in seine Zukunft zu gehen. Amen. Hören wir noch einmal die dritte Strophe dieses Liedes. Und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir in diesen Tag unter seinem Segen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.